Jo, Hallöchen, wir sind zurück auf Berg und legen natürlich erstmal los, checken natürlich erstmal die Akademie, deswegen natürlich, schade, da sind natürlich noch drei Drachen im Training, das heißt natürlich, wir können nicht einen Drache trainieren, das ist natürlich nicht so nice, außerdem ist mir gerade aufgefallen, holztechnisch ist unser Lager natürlich wieder mal megamäßig voll, da müssen wir uns natürlich erstmal überlegen, was man mit unserem Holz so veranstalten werden, da würde ich fast sagen, werden wir unseren eisigen Kältegronkel erstmal zurückziehen und lassen den jetzt erstmal wieder ein bisschen Eisen holen und zwar 6 Stücken in 19 Stunden und 30 Minuten. So, 382 Mille Holz kostet der Spaß. Ich bin gespannt, was so geht, was wir dann mit unserem Eisen anschließend so veranstalten können. So, jetzt haben wir natürlich Lagerplatz technisch wieder ein bisschen Platz, können jetzt natürlich ganz entspannt erstmal unsere Ressourcen einsammeln. So, da sieht es erstmal relativ gut aus. Fischtechnisch wird es auch langsam wieder. Also, ihr seht schon, wir sind jetzt knapp bei unseren 300 Mille. Also, das wird auf jeden Fall langsam, aber sicher wieder voll. Von daher können wir damit auf alle Fälle in der nächsten Zeit auch noch ein bisschen was anfangen. Werden wir auch gleich noch gucken, welche Drachen wir eventuell dann noch pimpen können. Also, wie gesagt, ich wäre fast für den Windstupser. Sumpchen wäre natürlich auch eine bombastische Sache. Da wäre das Eisen auf jeden Fall mega nice, weil die Walbe brauchen 9 Eisen. 6 kriegen wir mit dazu, dann hätten wir 8 da am Start. Also würde auf jeden Fall passen. Von daher denke ich, werden wir da auf alle Fälle irgendwie agieren. Also wie gesagt, ich weiß noch nicht, welche Drachen ich dann direkt pimpe, aber ich denke, davon wären es auf alle Fälle welche wären. Ich weiß nicht, was sagt ihr, welche Drachen würdet ihr pimpen? Der Windfang vielleicht gleich normal, also wäre natürlich auch eine optimale Sache. Also ich weiß es natürlich selbst auch nicht so genau. Der Wollgeheul sammelt gerade kein Material bei mir, weil die Wall, der sammelt natürlich nur 655.000 pro Stunde. Das ist natürlich nicht ganz so viel. Da sammelt selbst die schnappende Falle besser. Von daher lasse ich die auch erstmal los. Dann gucken wir auch gleich nochmal, ob wir eventuell noch irgendwie einen Drache Fisch sammeln lassen können. Nö, sieht auf jeden Fall gut aus. Unsere Drachen sind alle wieder on Tour. Das heißt natürlich, wir kümmern uns erstmal um unseren grünen Tod, sammeln den Gegenstand ein und schicken den auch erstmal nochmal los. Checken dann natürlich erstmal hier unser Mysterium-Paket und gucken auf alle Fälle, was für Drachen da drin sind. Okay, 6-mal der leuchtende Fluch, 5-mal der flüsternde Tod, 1-mal der Knochenräuber. Das war natürlich jetzt nicht so pralle, aber gut, okay, nehmen wir erstmal das mit. Dann haben wir hier natürlich den Reißzahn noch bekommen. Den würde ich sagen, lassen wir aber gleich mal frei und checken dann anschließend auf jeden Fall erstmal unsere reisenden Drachen. Da bin ich natürlich auch gespannt, was haben die für uns mit am Start? Haben sie uns was mitgebracht oder eher weniger? Also wie gesagt, wir gucken einfach mal durch. Checken ja einfach mal die Lage. Hier können wir schon mal am Reiseglücksrad drehen. Das ist natürlich mega nice. Da würde ich sagen, legen wir gleich mal los. Lass uns einfach mal überraschen, was hier am Ende bei rauskommt. Ja, okay, kriegen wir einen neuen Drachen, beziehungsweise den Drache, den wir schon haben. Ich öffne es einfach mal, platziere den. Ich weiß nicht, kennt ihr den, habt ihr den? Ich weiß nicht, wie sieht es bei euch aus mit dem Feuerwurm? Ich habe ihn jetzt, glaube ich, dreimal oder so. Also müsste auf jeden Fall mich von irgendwie eben Drache trennen. Von daher wäre ich auf jeden Fall auch mega geil, wenn man hier irgendwie Drachen online tauschen könnte. Also das wäre natürlich mega nice, wenn ihr sagt, ja, ich habe jetzt, wie gesagt, den eisigen Kältegronkel 5-mal, keine Ahnung, und ich habe den 3-mal, dann könnte man auf jeden Fall tauschen. Also wäre auf jeden Fall ein cooles Ding. Würde mich interessieren, wenn das irgendwann mal im Update gehen würde oder was ihr davon haltet. Also wie gesagt, wäre ein geiles Ding von euch, wenn ihr einfach mal darüber was in die Kommentare lasst. So, dann haben wir hier unseren Hakenzahn. Checken hier auf jeden Fall nochmal die Lage. Hier haben wir erstmal ein Ei bekommen. Okay. Dann gehen wir erstmal auf 10 und lassen uns in 3 Stunden dann einfach mal überraschen. So, weiter geht's natürlich mit unserem Fleisch. Hier kriegen wir hoffentlich rechte Ei. Jo, so sieht's aus. Ich hoffe, das wird am Ende auch bekommen. Also wie gesagt, ich weiß es nicht. Ich habe echt gedacht, wir schaffen es. Aber gut, okay, am Ende hatten wir wieder mal extrem viel Pech. Ich würde sagen, wir probieren es gleich nochmal aus. Alter, hier haben wir gleich wieder 2 Events am Start. 11 Tage, das geht 3 Tage. Da würde ich sagen, probieren wir das hier erstmal aus. Was können wir hier überhaupt bekommen?
Ich würde sagen, wir probieren das erstmal aus. Checken das einfach mal ab und gucken, was zu jeden 8 Stunden sind wir schlauer. Checken jetzt unseren Snoggle Talk. Kurz und Wirk bekommen hier 8 Runen erstmal wieder mit dazu. Und dann würde ich sagen, gehen wir erstmal auf der Akademie und checken da ab, was hier in 10 Stunden so läuft. So, wie gesagt, das haben wir erstmal halt erledigt. Dann sieht es hier erstmal soweit relativ gut aus auf Berg. Wir zwischen erstmal zu unserem Muffel. Können hier auf jeden Fall erstmal am Rad drehen. Ich hoffe natürlich, dass wir ein bisschen Eisen abstauben. Das wäre natürlich das Optimalste. Aber was am Ende geht, weiß ich nicht. Aber ich glaube, das könnte vielleicht so ja passen. Ah, nee, doch nur ein Stück Eisen. Das ist natürlich mies, das ist natürlich bitter. Dann würde ich sagen, schicken wir den noch erstmal nochmal ab auf die Reise. 2 Eisen investieren wir. Na, was bleibt uns anderes übrig? Wir könnten den natürlich auch trainieren, aber bei Walker ist, glaube ich, gerade eh noch Bambule. Müssen wir mal gucken, wie sieht's bei Walker aus? Da müssen wir noch 6 Stunden, 38 Minuten warten. Okay. Waldi, wen haben wir da überhaupt? Und zwar haben wir da den Knochenstreifer. Den pimpen wir gerade auf Level Nummer 91, beziehungsweise probieren das gerade aus. Gucken, ob es klappt. Ich bin gespannt, wie gesagt, unser Muffel suche erstmal nochmal on Tour. Dann checken wir natürlich erstmal unseren Ohnezahn. Was hat der für uns? Ich hoffe natürlich wie ein Gegenstand. Ah, bitter. Gut, okay. 750 Fisch hat er uns mitgebracht. Würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal los und checken gleich nochmal ab, ob wir eventuell dann doch noch irgendwie ein paar Gegenstände hier bekommen können. Ich weiß nicht. Was wollen wir probieren? Wollen wir nochmal probieren? Ha, probieren wir das hier nochmal aus. 7 Stunden, 10 Minuten. Nee, ich würde sagen, wir machen das anders. Wir probieren erstmal nochmal hier ein bisschen was aus. 1 Stunde 45, 26 Minuten. Ich würde sagen, wir probieren es einfach aus für 1 Stunde 45. Checken da einfach mal die Lage und lassen uns einfach mal überraschen, was am Ende so geht. So, dann haben wir natürlich Johann Ohne am Start. Können hier extrem günstig wieder mal ein paar Schnäppchen schießen. Ich würde sagen, das machen wir auch. Holen uns das hier rechts und das hier in der Mitte. Und schließen die ganze Angelegenheit gleich nochmal. Können jetzt eigentlich nur noch in eine Keilerei gehen. Sie werden davor auf jeden Fall die Pakete einsammeln und checken dann natürlich ab, was dann im Kampf so geht, welche Gegner auf uns warten. Und außerdem will ich natürlich auch nochmal gucken, mit was für ein Team ich überhaupt angreife. Vielleicht tausche ich den erschütternden Rüttler mal wieder aus. Aber ich weiß natürlich noch nicht für wen, vielleicht für den Windknirscher. Oder für den Dreifachstachel. Oh, hier können wir den Sturmschneid erstmal pimpen. Ich würde sagen, wir machen das doch gleich mal. Wir werden einfach mal den Sturmschneid mit in den Kampf nehmen. Wählen den aus und nehmen den erschütternden Rüttler raus. Probieren das einfach mal mit dem Team aus. Ich weiß es nicht. Gucken, ob wir so eine Chance haben. Jetzt haben wir 3 auf 12. Haben eigentlich damit relativ gute Karten im Gegensatz zum Gegner. Ich glaube, der hat 3 auf 8. Von daher haben wir da auf jeden Fall die Nase schon mal vorne. Aber gucken, wie es weitergeht. Gucken, was der Gegner macht. Aber ich denke, hier kann eigentlich nicht so wirklich was anbrennen. Hier haben wir eigentlich wirklich relativ gute Karten, den Sieg nach Hause zu holen. Greifen wir den gleich nochmal an. So, dann sind wir gleich nochmal dran. Ne? Oh ne, jetzt erst. Alles klar, wissen wir Bescheid. Da würde ich sagen, gehen wir gleich nochmal. Oh, wo gehen wir rauf? Ich würde sagen, ich gehe einfach mal auf den Ruf. Dann gehe ich auf alle Ruf. Blockiere erstmal den seine Spezialattacken und dann müssen wir natürlich gucken. Wen greifen wir dann an? Den greifen wir gleich nochmal an, würde ich sagen. So, wie jetzt weiter? Was macht der Gegner jetzt? Das ist natürlich die Frage. Erstmal macht er nichts. Das ist natürlich gut für uns. Er kann nämlich keine Spezialattacke anwenden. So, dann sind wir auch erstmal dran. Wir werden dann den erstmal angreifen, würde ich sagen. Dann werden wir den hier angreifen.
Und dann müssen wir nochmal warten. Gucken, was der Gegner macht. Jetzt kann er seine Spezialattacke erstmal rausholen. Ich glaube, das rumpelt doch ganz schön drin. Aber das haben wir eigentlich relativ gut weggesteckt. Von daher bin ich damit auf alle Fälle erstmal zufrieden. So, dann sind wir gleich wieder dran. Hoffe ich jedenfalls. Und behalten am Ende hoffentlich alle Drachen. Ich weiß es nicht. Jetzt sind wir dran, ne? Können jetzt natürlich Bambule machen. Oh nee, wir killen doch nicht alle, aber ist egal. Erstmal haben wir uns wieder mal ein bisschen gesund gepflegt und machen jetzt auf jeden Fall das Rad rund. Haben den Sieg hier in der Tasche, haben alles richtig gemacht, haben alle drei Drachen noch behalten. Von daher bin ich damit auf jeden Fall zufrieden. So, 25 Pokale, ein 3-Stunden-Paket. Von daher würde ich sagen, sind wir damit erstmal zufrieden. Checken jetzt auf jeden Fall gleich nochmal den nächsten Kampf ab und gucken natürlich, ob das Team eventuell jetzt immer noch bestehen kann. Also das ist natürlich die Frage. Da bin ich natürlich selbst hier spannend wie Sau. Also wie gesagt, gucken wir uns einfach mal an, was der Gegner dazu zu sagen hat. Ich weiß nicht, kommt da natürlich auch drauf an, was für ein Gegner wir überhaupt bekommen. Also wie gesagt, lassen wir uns überraschen. Oha, auch 3 auf 12. Jetzt wird man sehen, was hier am Ende bei rauskommt. Also wie gesagt, das wird glaube ich nicht ganz so leicht für uns. Aber wie gesagt, wir probieren es aus. Gucken einfach mal, was am Ende hier so geht. Ich weiß natürlich noch nicht mal, wen ich angreifen soll. Ich würde sagen, wir gehen erstmal auf den linken hier. Alter, wie gehen die denn schon wieder ab? Oha, ich glaube nicht, dass es ganz so gut aussieht für uns. Also ich denke, das ist eher ein bisschen bescheiden, muss ich sagen. Aber ich würde sagen, wir hauen erstmal die Attacke raus, gucken jetzt erstmal, was der Gegner macht. Ich bin natürlich gespannt, eine Spezialattacke kann er nicht raushauen. Das ist erstmal wichtig für uns, denke ich. So, gehen wir erstmal darauf. Gehen gleich nochmal darauf. Und gehen gleich nochmal darauf. Müssen jetzt natürlich gucken, wie der Gegner agiert, was er macht. Okay. Ich hoffe, wir überleben nur mit allen dreien jetzt die Runde. Ne, der hat seine Spezialattacke draußen, oder? Ah, bitter. Bitter, bitter, bitter. Ich glaube, der rumpelt jetzt auch relativ gut drin. Naja, gut, okay, haben wir überlebt. Ich würde sagen, wir greifen erstmal an, killen natürlich auf alle Fälle ihn. Vielleicht den zweiten hoch noch, müssen wir gucken. Jo, der zweite ist auch am Arsch. Dann würde ich sagen, werden wir hier erstmal nochmal angreifen und hoffen, dass wir den am Ende irgendwie platt machen können. Also wie gesagt, ich bin gespannt. Kann mir jetzt auf jeden Fall... Naja, wie gesagt, kann auf jeden Fall keine Spezialattacke rausruppen, aber ich denke, wenn alle Jans gut für uns läuft, holen wir hier am Ende den Sieg, sammeln jetzt natürlich erstmal Aktionspunkte, genauso wie der Gegner und müssen dann natürlich gucken, was so geht, haut er hier nochmal seine Spezialattacke raus, jo, das macht er, alles klar, jetzt können wir aber erstmal nochmal unsere rausholen, machen uns erstmal gesund. So, das war auf jeden Fall wichtig für uns, für unser Team und damit haben wir dann am Ende auf alle Fälle den Sieg am Start, müssen auf jeden Fall nur noch einmal zuschlagen, das werden wir jetzt so machen, da hauen wir nochmal die raus und holen uns dann, wie gesagt, den nächsten Sieg. Ich hoffe natürlich, dass wir jetzt eventuell mal ein 12- oder ein 8-Stunden-Paket bekommen, das wäre natürlich geil. Erstmal plus 29 Pokale und ein 3-Stunden-Paket, gut, okay, nehmen wir natürlich hoch mit, was bleibt uns, wie gesagt, anders übrig, können wir nichts machen. Wie gesagt, haben wir erstmal wieder alle durch. Müssen jetzt erstmal hier noch ein paar Stunden warten. Eine Stunde 58 Minuten, bis wir natürlich hier den fünften Sieg nach Hause holen können. Bis wir das nächste Häuptlingspaket öffnen können. Also wie gesagt, da haben wir noch ein bisschen zu tun. Aber ich hoffe natürlich, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Das hat auf jeden Fall mitverfolgt und guckt, was da im Häuptlingspaket so viel zu finden ist. Also wie gesagt, wenn ihr Bock drauf habt, schaltet wieder ein. Ich wünsche euch was. Bis dann. Dancing.
Nasen. Tschüss.